Wissen Sie den Unterschied zwischen G8 und G9? Nein. Thema der heutigen Reportage: G8 oder G9, das deutsche Schulsystem. G8 ist das Ergebnis der Schulreform in Deutschland. Die Verkürzung von 13 auf 12 Schuljahre wurde in fast allen Bundesländern durchgeführt. In Niedersachsen gibt es sie seit 2011. Es herrschen viele Kontroversen über die Umstellung. Auf der einen Seite gibt es eine Einsparung der Zeit für einen früheren Einstieg ins Berufsleben. Auf der anderen Seite leidet die Vermittlungstiefe der Lehrstoffe und die Schüler sind einer großen Belastung ausgesetzt. Zu dem Thema haben wir die Betroffenen befragt. Würden Sie Ihre Kinder eher auf eine Schule mit G8 oder mit G9 schicken? Auf jeden Fall mit G9. Weil ich denke, dass Kinder Zeit brauchen zum Lernen und es gehen einfach viele ehrenamtliche Dinge auch verloren. Zum Beispiel sterben jetzt die Jugendparlamente, weil einfach die Kinder und Jugendlichen keine Zeit mehr haben, sich zu engagieren, zumindest aus dem gymnasialen Bereich. Und was finden Sie an G9 besser? Dass die Kinder mehr Zeit haben, dass sie auch länger zur Schule gehen. Weil ich es für sie viel sinnvoller finde, den Schülern ein Jahr mehr Zeit zu geben zum Lernen. Dankeschön. Bitte. Ich wurde 13 Jahre. Und warum? Ja, ich denke mal, dass das einfacher ist für die Kinder, sonst sind sie sehr unter Druck. Ja, dann hat man halt nicht so viel Stress und dann kann man sich mehr Zeit lassen. Okay, dankeschön. Hast du nach 12 oder nach 13 Jahren Abitur gemacht? Ich habe jetzt nach 12 gemacht. Und gab das Probleme am Anfang im Studentenleben? Ich hatte eigentlich immer schon ältere Freunde und kannte das alles schon ein bisschen und eigentlich eher weniger Probleme damit gehabt. Also ich wohne jetzt auch mit älteren Mitschülern oder ehemaligen Mitschülern zusammen, habe ich eigentlich jetzt keine Probleme mit. Welche Defizite oder Probleme hatten denn die G8-Schüler in ihrem Studentenleben oder haben? Also ich sehe da ein Problem, weil die sind ja meistens noch nicht 18 oder einige sind es zumindest noch nicht. Und wenn man sich für Prüfungen anmelden möchte, muss man das unterschreiben. Und weil man ja mit 18 noch keine Verträge unterschreiben darf, müssen das die Erziehungsberechtigten unterschreiben. Würdest du den G8-Schülern raten, nach dem Abitur noch ein Jahr Erfahrung zu sammeln? Ja, weil wenn man aus der Schule rauskommt, dann will man auch erst nochmal andere Erfahrungen irgendwie sammeln. Das Problem ist dann wieder, wenn die nicht 18 sind, dürfen sie halt nicht ins Ausland alleine. Aber bei mir war es ein Vorteil, G8 zu machen, weil ich ein Jahr dadurch gewonnen habe, weil ich ein Student mit Migrationshintergrund bin und musste eine Klasse wiederholen. Dann bin ich aber ins G8 gerutscht und jetzt ist es okay, ich bin 20 Jahre alt, studiere im ersten Semester und das passt ja ein bisschen mehr. Das war ziemlich stressig, das Abitur, also viel Stoff, wenig Zeit und wenig Vorbereitung dadurch auch, also für ein Thema. Aber sonst, ja, bin ich ziemlich zufrieden. I think the people in Europe learn too much and work too much. Wie viele Wochenstunden habt ihr? 38? 34. 38. 36. Okay, bleibt da nicht mehr so viel Zeit für die Freizeit oder hast du viele Hobbys? Also ich habe schon viele Hobbys, aber ich muss öfters mal ausfallen lassen wegen den Hausaufgaben. Gut, also habt ihr auch immer viele Hausaufgaben zu machen und so? Ja. Das heißt, wie viele Stunden sitzt du da mal dran so am Tag? So am Tag so vielleicht 2. Bleibt dir noch viel Freizeit neben den Hausaufgaben, die du machen musst? Nein, weil wir auch immer noch voll viel lernen müssen für Arbeiten. Können Sie in der kurzen Zeit von G8 die Unterrichtszeit genauso gut vermitteln wie bei G9? Natürlich nicht. Das ist ja ein Jahr weniger, das wir zu unterrichten haben. Und dann müssen wir die alten Unterrichtsinhalte sinnvoll einzudampfen versuchen. Aber ich denke persönlich, dass es schon eine gute Entscheidung war, die Schule von 13 auf 12 Jahren zu kürzen, denn kaum ein anderes Land der Welt hat so eine lange Schulzeit. Welche Vorteile bringt Ihrer Meinung nach den Schülern das Schulsystem G8? Man ist schneller fertig mit seiner Schule, hat das Abitur ein Jahr früher. Ich erinnere mich an mein eigenes 11. Schuljahr. Das war manchmal ein bisschen öde, ehrlich gesagt. Also es war viel doppelt. Es war irgendwie alles so ein bisschen wischiwaschi. Also jetzt nichts, an das ich mich nun wirklich gerne zurückerinnere. Meine Jungs haben ehrlich gesagt beide jetzt, oder der eine macht jetzt nach 8 Jahren Abitur, der andere hat es bereits gemacht. Das war aus deren Sicht völlig in Ordnung. Die haben nebenbei ein Musikinstrument gespielt, haben sich auch noch außerhalb der Schule engagiert. Also völlig okay. Aber ich sehe, dass zum Beispiel für Auslandsaufenthalte
dieses 11. Schuljahr echt fehlt. Welche Vorteile bringt Ihrer Meinung nach das G8-System den Schülern? Überhaupt keinen Vorteil, sondern nur Nachteile. Ich finde, wir müssen gerade in der Bildungspolitik darauf Wert legen, dass auch über den Tellerrand geguckt wird. Und dafür brauchen wir Zeit in der Schule. Und Schulzeit, finde ich, ist eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und wir sollten sie nicht unnötig verkürzen. Es wird wieder diskutiert, G9 wieder einzuführen. Was halten Sie davon? Ich glaube, dass man grundsätzlich darüber reden muss und sollte. Was soll Schule leisten? Und deswegen nicht einfach zurück ins alte System, sondern ich würde mir wünschen, dass wir eine ausreichende Zeit Schülerinnen geben, zum Beispiel auch viel mehr in Sachen politische Bildung zu machen. Und deswegen um Inhalte geht es. Und dann, glaube ich, auch wird man darauf hinauskommen, dass wir ein Jahr zumindest auch wieder länger auf alle Fälle die Schulzeit geben müssen. Welche Probleme haben die Kommunen bei der Umstellung von G9 auf G8 gehabt oder haben sie diese immer noch? Nee, ich glaube, für die Kommunen ist es nicht so eine große Herausforderung, aber es ist vor allen Dingen natürlich auch die Schwemme, die dann an die Universitäten geht und. Da werden wir Probleme erleben, die wir jetzt heute auch schon spüren können. Aus den unterschiedlichen Statements hat sich gezeigt, dass die Meinungen zu G8 immer noch sehr unterschiedlich sind. Je nach Betroffenheit fallen die Bewertungen positiv oder negativ aus.